Wenn Sie sowas hier sehen, dann haben Sie wahrscheinlich zumindest eine grobe Ahnung, worum es geht. Hier oben habe ich Ihnen einfach mal 4 Beispiele für chemische Formeln hingeschrieben. Und hier unten habe ich Ihnen ein paar typische Abkürzungen aus der Informatik geschrieben, in der es auch von solchen meistens auf dem Englischen basierenden Abkürzungen wimmelt. Das habe ich deswegen gemacht, um Ihnen klarzumachen, dass es nicht nur in der Mathematik so ist, dass man in Wissenschaften eine Fachsprache hat. Und wenn man eine Wissenschaft lernt, dann gehört dazu im Allgemeinen auch, dass man die Fachsprache lernt. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Was heißt leider? Also die Rolle der Fachsprache ist im Allgemeinen nicht die, dass man sie ärgern will, sondern die solche Fachsprachen wurden ja entwickelt aus einem bestimmten Grund, weil man sich nämlich damit im Allgemeinen knapper und präziser und häufig auch unmissverständlicher ausdrücken kann. Aber es gehört halt dazu, dass man so eine Fachsprache lernt. Ein Teil der mathematischen Fachsprache haben Sie schon in der Schule gelernt. Das ist das, was man typischerweise als Formeln bezeichnet. Und hier werden Sie halt weitere Aspekte dieser Fachsprache lernen. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Ich werde zwischendurch mal versuchen, auf die Rolle dieser Fachsprache hinzuweisen. Aber Sie sollten sich zumindest klar machen, dass das Teil dessen ist, was Sie hier lernen sollen. Wenn Sie zum Beispiel später wirklich mal Mathematik brauchen und zum Beispiel mal einen Fachartikel lesen wollen, weil Sie einen Algorithmus implementieren wollen, dann wird dieser Fachartikel in einer bestimmten Fachsprache geschrieben sein. Und den wollen Sie ja verstehen. Darum wird es Ihnen sicherlich helfen, wenn Sie so eine Fachsprache schon mal gesehen haben. Das ist einer der Gründe, warum wir solche Sachen hier machen. Und warum sowas sinnvoll sein kann, will ich Ihnen mal versuchen, an einem Beispiel zu zeigen. Das ist etwas, ein Ausschnitt eines Textes von einem berühmten Mathematiker aus dem 17. Jahrhundert, Pascal. Vielleicht haben Sie schon mal vom Pascalschen Dreieck gehört. Und der hat damals in einem, was man heute sagen würde, mathematischen Fachartikel geschrieben: Wenn es 4 beliebige Zahlen gibt, von denen die erste beliebig ist, die zweite um die Einheit größer als die erste, die dritte beliebig, nur nicht kleiner als die zweite, die vierte um die Einheit kleiner als die dritte, dann ist die Zahl der Kombinationen der ersten in die dritte vermehrt um die Zahl der Kombinationen der zweiten in die dritte gleich der Zahl der Kombinationen der zweiten in die vierte. Das ist, bevor sich die mathematische Fachsprache, so wie wir sie heute kennen, entwickelt hat. Und falls Sie mal irgendwann da sitzen und sagen, verdammt, diese vielen Formeln und Zeichen, könnte man das nicht einfach im vernünftigen Deutsch sagen, würde ich sagen, dann würde das so aussehen, was wir machen. Und die Frage ist, ob Sie wirklich etwas damit gewonnen haben. Heute würde man das, was Pascal da gesagt hat, folgendermaßen schreiben. Kommt Ende des Semesters dran, worum es hier geht. Natürlich muss man, um das lesen zu können, was hier unten steht, verstehen, was das bedeutet. Und das, wenn Sie das noch nicht gesehen haben, dieses Zeichen, dann werden Sie es kennenlernen. Aber wenn Sie mit diesen Dingern umgehen können, dann ist natürlich das, was hier unten steht, ungleich präziser. Man muss wesentlich weniger schreiben, es ist nicht so missverständlich. Und im Endeffekt hat das Ganze, glaube ich, nur Vorteile gegenüber dem, was hier oben steht. Außer, dass es Ihnen wahrscheinlich nicht so vertraut ist. Wenn Sie diese Fachsprache haben, dann können Sie zum Beispiel die Dinge, die wir jetzt schon hatten, relativ präzise aufschreiben. Dieses Kommutativgesetz, wenn ich das jetzt so in Worten formulieren müsste, dann könnte ich zum Beispiel sagen, bei der Addition von 2 natürlichen Zahlen kommt es auf die Reihenfolge nicht an. Das ist zwar auch noch ein halbwegs verständlicher Satz, aber da könnte man dann schon wieder sagen, ja, was meinst du denn jetzt, Reihenfolge des Hinschreibens oder Reihenfolge des Ausrechnens? Und darum ist ganz einfach das Folgende, dass man sagt, a plus b gleich b plus a. Das ist das, wie man typischerweise sowas hinschreiben würde in der Formelsprache. Wobei man jetzt noch dazu sagen muss, was meint man überhaupt mit a und b? Also das sind ja jetzt sogenannte Variablen. Da stehen Buchstaben, das begegnet Ihnen ganz oft in der Mathematik, die die Rolle von irgendwelchen zum Beispiel Zahlen einnehmen. Später können das nicht nur Zahlen sein, sondern auch andere Objekte. Und jetzt muss man erstmal erklären, welche Rolle die hier einnehmen. Das heißt, Sie würden das nicht so hinschreiben, sondern Sie würden dann später sowas schreiben wie für alle natürlichen Zahlen A und B. Also das ist insgesamt die Formulierung des Kommutativgesetzes. Und mir geht es jetzt nicht darum, diese ganzen Gesetze nochmal runterzurattern, sondern eher klarzumachen, was dann diese Schreibweise bedeutet. Also das bedeutet, wenn Sie sich irgendwelche natürlichen Zahlen nehmen, 2 Stück, und nennen die eine A und die andere B, dann stimmt
die Aussage a plus b gleich b plus a. Oder andersrum gesagt, diese Formel, die hier steht, stimmt immer, egal was ich für a und b hinschreibe, solange a und b natürliche Zahlen sind. Dabei aber zwei Dinge, die uns allen eigentlich klar sind, die man sich aber auch nochmal vor Augen führen sollte. Solche Formeln sind natürlich immer so gemeint, wenn hier zum Beispiel das a mehrfach auftaucht, was es ja tut, einmal links, einmal rechts, dann heißt das natürlich, dass ich an allen Stellen für a dasselbe einsetze. Sonst wäre die ganze Formel natürlich völliger Unsinn. Und was das auch bedeutet, was man sich nicht immer so klar macht, ich habe eben gesagt, wenn Sie zwei natürliche Zahlen nehmen, das ist mathematisch schon gar nicht mehr so ganz korrekt, sondern wenn Sie, müsste eigentlich sagen, wenn Sie natürliche Zahlen nehmen, die Sie a und b nennen, weil es nämlich sein könnte, dass a und b dieselbe Zahl sind. Das ist, solange ich das nicht verbiete, durchaus erlaubt. Und es ist so ein Denkfehler, den man häufig macht, dass wenn da zwei verschiedene Buchstaben stehen, dass man denkt, damit müssten auch zwei verschiedene Zahlen gemeint sein. Das muss aber nicht so sein. Wenn zweimal derselbe Buchstabe dasteht, dann muss es auch zweimal dieselbe Zahl sein. Dass es verschiedene Buchstaben sind, muss nicht heißen, dass die beiden Zahlen wirklich verschieden sind. Nur, wenn A und B nicht verschieden sind, dann ist das, was da steht, nicht so wahnsinnig spannend. Dann steht da, 3 plus 3 ist 3 plus 3, und das hatten wir uns vorher schon gedacht, dass das wahrscheinlich stimmen würde. Dieses hier kann man dann später auch noch mal auch noch in Formeln fassen. Wenn Sie wollen, sage ich Ihnen das jetzt schon mal. Sie können dafür später sowas schreiben wie für alle AB aus N gilt A plus B gleich B plus A. Müssen Sie aber jetzt noch keinen Kopf drüber machen. Dieses aus N hier, das kommt dann aus der Mengenlehre. Das machen wir, damit fangen wir wahrscheinlich nächste Woche an. Und diese Quantoren hier, die werde ich nur mal kurz erwähnen, die kommen aus dem Bereich der sogenannten Prädikatenlogik. Sie können das einfach erstmal als Abkürzung für das nehmen, was da oben steht. Mir geht es eigentlich erst nochmal so um diese Denkweise. Da stehen Buchstaben, die sind Platzhalter für irgendwas. Und die benutzen wir als Teil unserer Fachsprache, um präzise irgendwas auszudrücken. Da gibt es dann später alle möglichen Buchstaben. Man nimmt kleine und große Buchstaben. Bestimmte Buchstaben haben bestimmte Rollen. Es gibt dann später auch noch Frakturbuchstaben, Buchstaben mit solchen Doppelstrichen wie hier, hebräische Buchstaben, griechische Buchstaben und, weil man einfach nicht genug Zeichen hat in der Mathematik. Darum werden dann auch später Sachen doppelt benutzt. Aber da werden sich noch dran gewöhnen. Vielleicht noch kurz eine andere Rolle, die Buchstaben auch manchmal haben. Also einmal diese wie hier, dass sie so als Platzhalter stehen. Dann gibt es aber auch noch eine etwas andere Rolle, nämlich die hier. Da nimmt man gerne so einen Buchstaben wie x. In diesem Fall spielt x die Rolle im gewissen Sinne von einem Fragezeichen. Das ist das, was man die Unbekannte nennt. Ja? Also das ist im Allgemeinen so gemeint, dass Sie irgendwas haben, von dem Sie erst gerne wüssten, was denn x sein soll. Ja? Darum, da nimmt man klassischerweise solche Buchstaben für x, wie x dafür. Und das ist ja nicht dasselbe wie da oben. Ja? Aber grundsätzlich ist ein Buchstabe erstmal einfach irgendein Buchstabe und Sie sollten sich da nicht dran festbeißen. Diese Gleichung wird nicht leichter oder schwerer, wenn ich stattdessen P da hinschreibe. Dann ist das immer noch dieselbe Gleichung. Ich muss immer noch dieselbe Aufgabe lösen. Vielleicht noch so mal als kleine Information am Rande. Es gibt so hundertprozentig, weiß man das ja nicht mehr bei Sachen, die schon so lange her sind, aber es wird öfter die Frage gestellt, wieso nimmt man eigentlich für die Unbekannte immer x? Also x ist so die klassische Unbekannte, dann kommen natürlich noch so andere Buchstaben wie y und z und so. Und die wahrscheinlich richtige Erklärung dafür ist die, dass das ursprünglich mal von arabischen Buchstaben hergeleitet wurde. Denn nachdem das griechische Weltreich untergegangen ist, wo ein Großteil der damaligen Mathematik herkam, ist das in Europa quasi völlig in Vergessenheit geraten. Und wenn es nur um die Europäer gegangen wäre, wüssten wir gar nicht mehr, was die Griechen damals gemacht haben. Und die Araber haben das damals quasi gerettet. Die haben die griechische Mathematik bewahrt und auch weiterentwickelt, sodass eine Zeit lang die ganze wesentliche mathematische Literatur, die es gab, arabisch war, zu der Zeit des Mittelalters ungefähr. Sowohl Übersetzungen der alten griechischen Texte als auch neuere arabische Texte. Und die Araber haben in ihren Texten für die Unbekannte immer ein arabisches Schriftzeichen benutzt, was ich jetzt leider nicht reproduzieren kann, weil ich nicht arabisch schreiben kann. Aber das sah so
aus, dass die Europäer, die dann das irgendwann abgeschrieben haben und übertragen haben ins Lateinische und ins Französische und so weiter, dafür ein anderes Zeichen versucht haben zu finden, weil sie auch nicht Arabisch schreiben konnten. Und die haben dann in ihren Texten erstmal immer das griechische Chi dafür genommen. Und aus diesem Chi ist dann irgendwann aus Faulheit oder wie auch immer das X geworden. Das ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, warum wir heute ein X benutzen für Unbekannte. Denn genauso gut hätte man ja auch irgendeinen anderen Buchstaben nehmen können. Gut, das ist halt nicht so wichtig. Ja, das erstmal vielleicht so ganz allgemein zu der Rolle von Variablen und zum Thema Fachsprache. Eine Sache sollte man aber schon noch sagen. Solche Variablen kommen ja auch in Programmiersprachen vor. Und in Programmiersprachen haben Variablen eine andere Rolle als in der Mathematik. Da ist auch eher der Name Variable angemessen, weil Variable ja veränderlicher heißt. Und in den Programmiersprachen sind diese Variablen tatsächlich veränderlich. Wenn Sie in so einer Programmiersprache sowas schreiben wie a gleich 5, also sagen wir mal, das sollte jetzt Java sein, dann hat das die folgende Bedeutung. A ist sozusagen die Adresse, Straße und Hausnummer von einem bestimmten Speicherplatz. Und dies bedeutet, an diese Stelle im Speicher, die mit A bezeichnet ist, soll die Zahl 5 geschrieben werden. Und irgendwann später im Programm können Sie dann schreiben, A soll 42 sein. Dann ändert der Computer das. Dann sagt er, okay, hat seine Meinung geändert, jetzt soll bei A 42 stehen. Und Sie können dann irgendwann noch viel später im Programm sowas schreiben wie A gleich A plus 3. Und dann interpretiert der Computer das so, dass er sagt, ich gucke mal nach, was jetzt in A steht, dann addiere ich 3 dazu und dann schreibe ich das, was rauskommt, wieder an dieselbe Stelle hin. Und das sind alles Dinge, die Sie in der Mathematik nicht so machen würden. Also zum Beispiel, dass A innerhalb derselben Berechnung erst 5 und dann 42 ist, das passiert eigentlich nicht. Da nimmt man dann nicht denselben Buchstaben dafür, sondern man stellt sich eigentlich solche Objekte immer so vor, dass sie die ganze Zeit ihren Wert nicht ändern. Die sind immer statisch. Ausnahme, es gibt später noch sowas wie Laufvariablen, kommen wir dann darauf zu sprechen, aber die meisten Variablen, mit denen Sie es in der Mathematik zu tun haben, haben einen festen Wert. Und sowas hier würde man natürlich in der Mathematik schon gar nicht schreiben. Das würde bedeuten, A ist eine Zahl mit der Eigenschaft, dass wenn man 3 dazu zählt, wieder A rauskommt. Wir werden im zweiten Semester solche Zahlen kennenlernen, die diese Eigenschaft haben, aber stellen Sie sich jetzt erstmal vor, sowas gäbe es nicht. Das ist jedenfalls nicht das, was Sie meinen, wenn Sie ein Programm schreiben. Ja. Aber man sollte sich zumindest den Unterschied zwischen dem Gebrauch von Variablen in Computerprogrammen und dem Gebrauch von Buchstaben in der Mathematik klargemacht haben. Ja, und dann vielleicht muss ich auch noch am Ende erwähnen, da es um Fachsprache geht. Ich habe ja gesagt, der Grund für Fachsprache ist eigentlich immer der, dass sie knapp und insbesondere auch präzise und unmissverständlich sein sollte. Das gelingt aber niemals ganz. Und man sollte sich da auch nicht zu sehr verkrampfen. Mathematik, wenn Sie Mathematik schreiben, und das Gleiche gilt auch für Fachartikel und so weiter, ist immer gedacht dafür, dass Menschen das lesen. Darum muss Ihre Sprache nicht so hundertprozentig präzise sein, dass ein Computer das verstehen kann. Mal ein ganz banales Beispiel. Wenn wir schreiben XY, dann verstehen eigentlich fast alle damit, dass das als Abkürzung für x mal y gemeint ist. Man lässt ja den Malpunkt im Allgemeinen weg. Wenn Sie in einem Computerprogramm xy schreiben, dann werden die meisten Computer denken, Sie meinen eine Variable, die den Namen xy hat. Und wenn Sie dem Computer sagen wollen, dass Sie jetzt aber x mal y meinen, dann müssen Sie ihm das extra mitteilen. Also Computer sind in der Beziehung die vergeben viel weniger und sind eigentlich viel dümmer, weil sie viele Dinge einfach nicht verstehen. Die mathematische Fachsprache ist da teilweise etwas lax und teilweise muss man den Zusammenhang verstehen, um wirklich zu verstehen, was gemeint ist. Ein etwas komplizierteres Beispiel, wenn Sie sowas schreiben, Pi, Klammer auf, n plus 1, Klammer zu, dann kann das zum Beispiel zwei völlig unterschiedliche Dinge bedeuten. Wenn Sie einen Text lesen, in dem es um Analysis oder Funktionentheorie geht, dann wird der Autor vermutlich damit das Folgende meinen, Pi mal n plus 1 und Pi ist die Kreiszahl, die Sie kennen, ne? Die rauskommt, wenn Sie den Umfang eines Kreises durch den Durchmesser teilen.
Wenn Sie aber einen Text über Zahlentheorie lesen, dann kann das, was hier steht, bedeuten die Anzahl der Primzahlen unter n plus 1. Weil nämlich die Funktion Pi die Anzahl der Primzahlen unter einer bestimmten Zahl zählt. Die meisten mathematischen Symbole haben je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen, weil es einfach nicht genug Symbole gibt. Und die Zahlentheoretiker, die brauchen die Kreiszahl Pi nicht so oft, darum benutzen sie Pi für was anderes. Und wenn Sie das lesen, dann müssen Sie halt häufig einfach mal wissen, was gemeint ist, um es richtig zu verstehen. Einem Computer könnten Sie sowas nicht zumuten, einem Menschen kann man sowas eher schon mal zumuten.